In diesem Video schauen wir uns einmal die Einnahmen, Beteiligungen und so weiter von Aaron Troschke an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ich liebe Videos, wo Unternehmer und Selbstständige, Content Creator Einblick in ihre Finanzen geben. Und auf YouTube ist einer der Vorreiter überhaupt tatsächlich Aaron Troschke. Der war sehr, sehr früh immer super transparent mit seinen Einnahmen und jetzt hat er auch ein Video veröffentlicht, wie so 2022 bei ihm lief. Und das Video schauen wir uns einfach mal zusammen an. Vielleicht kann ich so den ein oder anderen Punkt dazu auch sagen. Warum Aaron Troschke? Weil er tatsächlich sehr umtriebig ist. Das heißt, Aaron ist nicht einfach nur YouTuber, sondern der hat tatsächlich unternehmerisch einiges, was er so am Laufen hat. Zum Beispiel, das ist das erste Mal, wo er mir wirklich aufgefallen ist, die Plattform Reach Hero. Die gibt es so nicht mehr, aber die hat er mitgegründet und die hat er verkauft. Und da hat man gesehen, ach Mensch, der Typ ist auch Gründer und was die Einkommensquellen betrifft, sehr viel umtriebiger als so ein ganz klassischer, reiner Content Creator. Und wir springen einfach mal in sein Video rein und schauen es uns zusammen an. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich wünsche euch alles Gute und wie immer, das erste Video im neuen Jahr ist ein Recap vom Alten in Sachen Cash. Ich habe mir die letzten Jahre mal die ganzen Videos angeguckt, als ich über meine Finanzen geredet habe und versuche dieses Jahr mal was Neues, um es ein bisschen klarer zu erklären, weil man muss sagen, zum Beispiel die Kollegen von Finanzfluss gucken das dann immer an und sind sehr genau und denen will ich natürlich nicht so viel geben. Thomas? Ich werde es mir auch anschauen. Ich werde versuchen, auch möglichst genau zu sein. Schöne Grüße, ich freue mich auf unseren Mittag. Deswegen habe ich es unterteilt und wir starten mal mit meinen Startups. Bei den Startups kann... Ja, das habe ich auch schon in einem oder anderen Video gesehen. Aaron ist tatsächlich an einigen Startups beteiligt. Vielleicht sagt er ja auch an welchen. Kann ich euch gar nicht sagen, wie viel ich verdient habe, weil da muss ja jetzt ein Jahresabschluss von 22 her und so weiter und so fort. Deswegen mache ich dazu nochmal ein separates Video. Ich kann euch aber sagen, eins meiner Startups ist eRocket. Die Beteiligungen sind meistens GmbHs, das heißt Kapitalgesellschaften. Und die müssen natürlich erstmal einen Jahresabschluss, also Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und so weiter für letztes Jahr machen, bevor er überhaupt weiß, wie war eigentlich das Ergebnis. Gab es da irgendeinen Gewinn und dann weiß er theoretisch auch, wie viel Gewinn würde auf seinen Anteil entfallen. Also ganz simples Beispiel. eRocket nennt er gerade, eRocket hat 100.000 Euro Gewinn gemacht, Aaron gehören 10% an der Firma, dann entfallen auf ihn 10.000 Euro. Das bedeutet aber tatsächlich nicht, dass er dieses Geld tatsächlich auch bekommt. Denn dafür muss man dann erstmal entscheiden, dieses Geld auch auszuschütten, was in den meisten Startups aber nicht gemacht wird, weil ein Startup, wie der Name schon sagt, ist halt gerade erst noch am Start der Existenz und da braucht man in der Regel Geld, um es ja einfach zu reinvestieren. Da gibt es ja normalerweise keine Ausschüttung. Deswegen normalerweise ist eine Startup-Beteiligung nicht dafür da, da direkt Geld rauszuholen, sondern langfristig den Wert zu steigern und beim Verkauf dann Gewinn zu machen oder aber irgendwann, wenn es so gut läuft, sich dann Ausschüttungen rauszuholen. Aber tatsächlich erstmal macht ein Startup in der Regel kein Gewinn, aber ich finde es trotzdem ganz cool, dass er hier mal einen Einblick gibt. Und deswegen schauen wir uns natürlich auch die Firmen an. eRocket, null Emissionen, 100% Emotion. Und diese Firma hat natürlich ein Impressum und im Impressum sehen wir auch, wo der Sitz ist und wie die Firma heißt. eRocket Systems GmbH. Wir gucken auf North Data. Auf North Data findet man alle Informationen, die man im Bundesanzeiger und im Handelsregister einsehen kann. Und da sieht man manchmal, wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat, auch schon so Umsätze und so weiter. Bei eRocket nicht. eRocket Systems sieht man, die haben ein Patent angemeldet, wahrscheinlich für die Art des Antriebs und so weiter. Man sieht aber tatsächlich nicht, wie viel Umsatz sie im letzten oder im vorletzten Jahr gemacht haben. Deswegen schauen wir da erstmal weiter. Vielleicht erzählt Aaron ein bisschen mehr dazu. Dann habe ich eine Produktionsfirma BAM. Da kann ich euch zu 22 sagen. BAM Entertainment. Es war sehr gut. Und zu 21, wir haben Gewinn, ich glaube, so von 200.000 gemacht. 21 Gewinn, 200.000. BAM Entertainment. Auch hier sieht man nicht, wie viel Gewinn. Aber man sieht, ja, die Firma gibt es. Man sieht hier auch, Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Produktion von Medieninhalten, insbesondere Bewegtbildproduktion und so weiter. Das scheint diese Firma zu sein. Das heißt, wenn sie den 21.200.000 Gewinn gemacht haben, dann 22, keine Ahnung, besser, schlechter, aber so ungefähr, das ist die Größenklasse, das ist schon gar nicht so schlecht. Wir sind drei Gründer, wir haben aber gesagt, das Geld lassen wir in der Firma, damit wir mal jemanden einstellen können und noch größer werden können. Genau, das heißt, die Firma macht einen Gewinn und wenn sie sich nicht entscheiden, das Geld rauszuholen, dann hat Aaron selbst da auch kein Einkommen draus, aber natürlich kann er in der Firma mit dem Geld arbeiten. Sind jetzt drei Gründer, das heißt nicht, dass ihm ein Drittel gehört, aber wenn ihm ein Drittel gehören würde, dann profitiert er natürlich davon, wenn die das Geld reinvestieren und dieses Unternehmen dadurch größer wird, dann macht es nächstes über
übernächstes oder in 5 Jahren vielleicht viel mehr gewinnen. Deswegen ist das auch sinnvoll, gerade bei jungen Unternehmen. Startup Wants and Needs, die machen... Wants and Needs, auch das schaue ich mir einmal an. Einmal die Webseite und auch hier W&N GmbH. Auch bei der Firma sehen wir keine Umsätze und keine Gewinne. Das bedeutet immer, dass diese Firmen nicht so riesengroß sind, was die Umsätze betrifft. Aaron ist also an mehreren kleinen Unternehmen beteiligt. Produkte von Michael Zokos bis Ron Beletzky und da bin ich auch so ein bisschen beratend drin. Und dann war ich noch in einer Agentur beteiligt Mitte des Jahres. Da läuft es richtig scheiße, kann ich euch sagen. Eigentlich läuft die Agentur super, aber wir sind 3 Gründer. Ich und die Kollegin, wir verstehen uns Weltklasse, alles ist super. Aber die dritte Person, ich kenne dich schon sehr lange und bin krass überrascht, wie man sich in einem Menschen täuschen kann, wie man abgezogen werden kann. Aber dazu im separaten Video der Riesenknall, wie auf einmal so 6-stellige Beträge weg sind. So hopp, weg, wo sind sie? Und zu guter Letzt der Kiosk. Und das ist spannend, eine Agentur. Das versuche ich mal. Das kann ich natürlich jetzt nicht Aaron Troschke Agentur nicht googeln. Was ich aber machen könnte einmal, ist Aaron Troschke hier einmal eingeben. Aaron Troschke aus Berlin als Person. Hier sieht man nämlich Aaron Troschke. Hier sieht man nicht seine Beteiligung, das heißt, woran man beteiligt ist. Man sieht aber, wo er Geschäftsführer war, wo er Prokura hatte und so weiter. Und hier sieht man seine Firmen. Und zwar sieht man Rich Ron UG, da hat er Prokura, das ist eine Firma von Ron Beletzky. Und dann gibt es eine Troschke Immobilien GmbH, da kommt er vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, das heißt seine Immobilienbeteiligungen. Dann gibt es BGA Troschke UG, der Kiosk, das darüber gibt, hat er auch schon mal ein separates Video veröffentlicht, das ist ein YouTube-Kanal und so weiter, das Video über den Kiosk oder wo ich drauf eingehe, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Und dann sieht man Avocado Digital GmbH, IL. IL heißt in Liquidation. Das bedeutet, die ist gerade dabei, sich aufzulösen. Und da ist er ehemaliger Geschäftsführer. Avocado Digital, das könnte doch eine Agentur sein. Gucken wir mal, Avocado Digital. Wir reden jetzt ja über das Video 2022. Hier sieht man so einen Zeitablauf, was sich wann im Handelsregister geändert hat. Und hier sehen wir 2022. Tatsächlich, im Herbst 2022 haben sie am 19.11. haben sie die Liquidation angemeldet. Das heißt, da haben sie beschlossen, dass das Unternehmen aufgelöst wird. Das würde also passen. Und wenn wir jetzt mal schauen, wer war daran beteiligt? Da gibt es sehr viel ehemalige. Aaron Troschke, ist klar. Annika, da gibt es eine Annika. Er hat gesagt, mit der Kollegin versteht er sich sehr gut. Das heißt, wenn das die Agentur ist, über die er spricht, dann scheint mit Annika alles fein zu sein. Dann gibt es hier noch einen Christian, aber auch einen Philipp und einen Stefan. Wobei Philipp sieht man und einen Thomas. Also Thomas ist der das Ganze abwickelt. Also das sieht so aus, als wenn, keine Ahnung, Liquidator, Anwalt wahrscheinlich irgendwie, der kümmert sich jetzt darum, dass die Firma aufgelöst wird und so weiter. Dann stehen hier aber und ein Jens. Die Firma hatte irgendwie sehr viele Leute. Aber als letztes war es Thomas, Aaron, Jens und Annika. Ich vermute sehr stark, dass Aaron über Jens oder Thomas spricht, in den er sich getäuscht hat. Reine Mutmaßung, keine Ahnung. Ich weiß ehrlicherweise nicht mal genau, ob es die Agentur ist. Das könnte aber sehr gut sein, würde irgendwie passen, dass er über diese Agentur spricht. Gehe ich stark davon aus. Aber wenn er dazu sowieso noch ein separates Video veröffentlichen wird, dann bin ich sehr gespannt auf dieses Video. Aber wie ihr seht, ihr könnt auch über Personen bei North Data, Handelsregister, Bundesanzeiger und so weiter tatsächlich auch einige Informationen rausfinden. Ich vermute sehr stark, dass es die Agentur über die er spricht. Und beim Kiosk muss ich euch sagen, das ist ja das einzige Startup, wo ich auch jeden Tag da bin. Mein Büro ist um die Ecke. Ja, wie gesagt, über den Kiosk haben wir auch schon mal ein separates Video veröffentlicht. Da ist bei ihm nichts groß rumgekommen. Für ihn ist das aber so ein bisschen das Wohnzimmer, das Zuhause, Community-Treff und so weiter. Wird auch wahnsinnig viel Content produziert und genau, da ist er in einem separaten Video schon mal detailliert eingegangen und wir sind auch darauf schon mal eingegangen. Da kann ich euch sagen, der Kiosk war 2021 und 22 eine Null. Wir haben nicht viel Gewinn gemacht und nicht viel Verlust, aber was man sagen muss, der Kiosk ist eine Sache und zwar mein Herz. Und der Laden an sich, also das Offline-Geschäft nenne ich es immer, läuft okay, plus minus null. Ein bisschen viel Angestellte, die sehr viel Geld fressen und dadurch sogar leichtes Minus. Dann gibt es aber noch das Online-Geschäft. Und das Online-Geschäft ist zum Beispiel natürlich Werbepartner auf YouTube, das läuft sehr gut, aber auch der Online-Shop vom Kiosk. Jetzt kommen wir zum nächsten Themenfeld, weil da sage ich, okay, das ist das Themenfeld Beratung, Produkte und Gut, das heißt, wir haben bisher nur die Startup-Beteiligung angeschaut. Da hat er auch gesagt, da holt er sich nicht besonders viel Geld raus. Das ist quasi auch für ihn wahrscheinlich eher eine Position, wo er zwar Vermögen aufbaut, weil seine Beteiligungen im Wert steigen, außer bei der Agentur. Und jetzt geht es aber um die Einnahmen, und zwar den Bereich Beratung, Produkte und Vermittlung. Vermittlung.
Produkte, ganz natürlich der Troschi. Da geht der Troschi rein und vielleicht ein bisschen hey, Aaron Pop Sockets und das Buch. Aber ja, das ist nicht viel. Da ist erstmal nur mein Produkt drin. Aber ich hoffe ja, dass der Troschi besonders dank Shopify noch abgeht. Dann Vermittlung. Ganz oft kommen Kollegen an und sagt, ey Aaron, kennst du da jemanden? Oder ey Aaron, du hast doch den und den Werbepartner. Dann sage ich, ja warte, ich rufe den mal schnell an. Und dafür kriege ich natürlich eine Provision als Aaron. Deswegen, das ist die Vermittlung. Ganz oft ist es auch so, ich habe ja ein großes Team und teile das Team mit anderen. Und dann ruft mich mal jemand an und sagt, ey, ich brauche einen Kameramann. Und dann sage ich, ja klar, warte mal, nimm mal den und den. Das kostet so und so viel. Und dann kriegt der Kameramann seinen Tagessatz. Ich kriege ein bisschen Provision fürs Telefonieren. Und das ist die Vermittlungspauschale. Und dann gibt es noch die Beratung. Und die Beratung ist sehr, sehr groß. Die Beratung ist wirklich so, es gibt Firmen, die mit mir arbeiten und sagen, ey komm, berat uns mal bei Social Media. Wie können wir YouTube machen? Was können wir auf Instagram machen? Hast du einen Kontakt zu Instagram? Wir wurden gehackt. Einen Kontakt zu Facebook. Also wirklich alles, was mit Beratung zu tun hat. Was können wir für mehr Likes machen? Für mehr Views? Dann gibt es noch Influencer, die zu mir kommen und sagen, Mensch Aaron, du und dein Team, ihr seid ganz cool. Zum Beispiel Marvin, muss man ja sagen. Ich und Marvin sind mittlerweile ein Herz. Aber am Anfang war es auch so, Marvin kam an, meinte, ey, produzierst du meinen Kanal? Ich helfe dir, du mir. Und so waren wir ein Team. Und da kann ich euch sagen, insgesamt habe ich mit Beratung, Produkte und Vermittlung 286.000 Euro verdient. Das ist ordentlich. 286.000, sehr, sehr ordentlich. Aber das ist auch hier wichtig, das ist Umsatz. Ich gehe hoffentlich, Aaron, dass du die Zahlen aus deiner Buchhaltung genommen hast. Das heißt, das werden die Nettoumsätze sein ohne Umsatzsteuer. Weiß ich jetzt natürlich nicht, aber gehe ich mal stark davon aus. Verdient. Das ist ein Riesenbatzen. Was man jetzt sagen muss von den 286.000, wenn man jetzt überlegt, manchmal ist es ja auch so, ich produziere einen YouTube-Kanal, buchen extern, manchmal soll ich auf irgendwelche Sachen Werbung schalten, das kostet ja auch Geld. Und wenn ich das alles so abziehe, habe ich davon etwa die Hälfte auf meiner Tasche. Ja, also sagt er hier, das sind natürlich wahnsinnig viele Betriebsausgaben, Software und so weiter, Gebühren, Werbekosten. Das sagt er gerade selber, die kann er natürlich alle absetzen. Also es ist nicht das, was am Ende bei ihm bleibt, sondern es ist nur der Umsatz, dann kann er alle Betriebskosten davon abziehen, dann macht er einen Gewinn und auf den Gewinn muss er dann tatsächlich am Ende Steuern bezahlen. Aber es ist ein sehr stolzer Umsatz erstmal für einen Bereich, den er hat. Und das sind 143.000 Euro, die da bei mir zu Buche stehen. Ja. Kommen wir zum nächsten Themenbereich, Immobilien. Wie ihr wisst, habe ich ein, zwei Immobilien. Haben wir gerade auch schon gesehen, es gibt eine Troschke Immobilien GmbH. Das heißt, ich vermute sehr stark, dass, sagt der Name ja fast, dass in dieser GmbH die Immobilien drinstecken. Früher habe ich immer reingeschaltet, um euch zu zeigen, wie der aktuelle Stand ist. Die Sache ist, ich kann euch sagen, beim Dachgeschoss bin ich immer noch nicht weiter. Vielen Dank, Berlin. Wir wollen 200.000 neue Wohnungen bauen und sind einfach die lärmsten Säcke der Welt. Ich überlege, ob ich irgendwann zur Bürgermeisterwahl von Pankow antrete. Bin ich dabei. Ich wohne in Pankow. Aaron, ich wähle dich. Weil ich es einfach witzig finden würde und ich will Bürgermeister sein. So wie der von Benjamin Blümchen. Werden Sie noch Bürgermeister, Herr Blümchen? Ah, süß. Ich? So mit so einem Zylinder laufe ich denn. Aaron Blümchen, ich wähle dich. Aber ich möchte dich auch genau so auf dem Wahlplakat bitte sehen, dann wähle ich dich. Ah, süß. So mit so einem Zylinder laufe ich dann durch Weißensee und Pankow und grüße alle und bin einfach Bürgermeister. Aber in der Immobilie ist jetzt nicht viel passiert. Ich habe eine Immobilienfirma gegründet mit meinen Geschwistern. Wie wir wissen, Troschke Immobilien GmbH. Das hat er auch gleich gesagt, er hat er mit seinen Geschwistern gegründet. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie nicht Aaron Troschke Immobilien GmbH heißt, sondern Troschke Immobilien GmbH. Das heißt, es ist ein Familienunternehmen, wo er aber Geschäftsführer ist und wenn ich es richtig gesehen habe, auch der einzige Geschäftsführer. Wie jetzt alle Immobilien, mein Bruder hält was, mein anderer Bruder, meine Schwester, ich, und das wollen wir alles in eine packen, weil wir eine Familie sind. Viele sagen, oh, Familie, Streit und alles drumherum. Bei uns ist es so, wenn ich mich mit meiner Familie so doll verkrache, dass ich nie wieder mit denen rede, dann habe ich ganz andere Probleme. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das zusammen. Das ist jetzt so der Weg. Das verstehe ich zu 100%. Packen sie alle zusammen. Er ist einziger Geschäftsführer. Bei GmbHs kann er sich immer entscheiden, zahlt er sich ein Gehalt aus der GmbH, weil die GmbH ist eine eigene juristische Person. Das heißt, die Einkünfte der GmbH hat nicht Aaron, die hat die GmbH. Aber als Geschäftsführer und auch Mitgesellschafter, also Miteigentümer, kann er sich immer entscheiden, zahlt er sich ein Gehalt aus oder schüttet er sich den Gewinn aus. Das hat steuerlich, sozialversicherungsrechtlich ein paar Unterschiede, aber er kann das Geld dann aus dieser GmbH auch rausholen. Ob er es macht, weiß ich nicht. Das wird ganz cool, aber ich kann euch sagen, ich mache mit Mieten aktuell im Jahr so 100.000. Was man jetzt sagen muss, ich zahle... Auch sehr ordentlich. Auch das sind natürlich erstmal die Umsätze. Für Zinsen und Tilgung, weil ich hatte das Geld nicht, Kredite natürlich, und da zahle ich so im Jahr, lass es 70.000 sein. Jetzt könnte ich anfangen mit dem Rumrechnen und sagen, okay, warte mal, Zinsen kann ich steuerlich absetzen, Tilgung nicht, bla bla bla, machen wir nicht. Also
Sollten wir aber machen, ist ein riesengroßer Unterschied, weil also die Zinsen bei einem Immobiliendarlehen, die kannst du absetzen. Das sind Betriebsausgaben. Der Tilgungsanteil in deinen Raten, den kannst du nicht absetzen, weil das ist keine Ausgabe. Weil du hast am Ende, wenn du einen Kredit aufnimmst, eröffnest du ein zweites Konto, wo dir jemand halt Geld zur Verfügung stellt. Und am Ende machst du nichts anderes, wenn du diese Kreditraten tilgst, dass du Geld von deinem einen Konto auf das andere Konto überweist. Das heißt, du hast zwar keinen Zugriff auf den getilgten Anteil deines Kredites, das sind aber beides deine Töpfe. Und wenn du Geld von deinem einen Konto auf ein anderes Konto von dir überweist, dann ist das keine Ausgabe und dann kannst du diesen Geldtransfer auch nicht absetzen. Deswegen, wenn du Immobilien besitzt, den Zinsanteil kannst du absetzen, aber den Tilgungsanteil nicht. Das ist tatsächlich dein Gewinn, weil den wandelst du quasi um von Cash auf ein Konto hin zu einer Wertsteigerung oder einem niedrigeren Kreditstand. Und von daher, ganz, ganz wichtig, die Tilgung ist keine Ausgabe, lieber Aaron. Das muss man schon unterscheiden, weil du musst tatsächlich auch auf den Tilgungsanteil musst du auch Steuern bezahlen. Also das hat steuerlich einen großen Effekt. Selbst wenn du plus minus null rausgehst, musst du trotzdem Steuern bezahlen, weil der Tilgungsanteil ist halt keine Ausgabe, die du absetzen kannst. Also ich verdiene 100.000 mit Mieten und gebe 70.000 an die Bank. Die restlichen... Ja gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie groß das Verhältnis bei ihm ist. Ganz grob über den Daumen sagen wir 50-50, können mehr sein, kann weniger sein, aber dann sind es nicht 70.000 Ausgaben, sondern 35.000. Ist natürlich ein großer Unterschied. 30.000 ist es nochmal so, dass ich so 15.000 im Jahr für Sanierungen, da muss mal ein Bad neu gemacht werden, ey Hausmeister, bau mal da und da das und das an. Also kann man schon sagen, dass ich mit Immobilien im Jahr so 15.000 verdiene. Genau, hier steht 15.000 auch Gewinn vor Steuern. Aaron, du hast ja quasi darum gebeten, genau zu sein. 15.000 stimmt so natürlich nicht. Ich gehe mal ganz grob davon aus, ohne dass ich deine Kreditkonditionen kenne. Die 70.000 sind keine Ausgaben, die Hälfte davon ist vielleicht der Zinsanteil. Das heißt, du 100.000 Euro Umsatz, 35.000 Euro Zinsanteil. Dann hast du gesagt, 15.000 Euro noch Reparaturen, Instandhaltung und so weiter. Das heißt, wir haben 35.000 für Zinsen, 15.000 Euro für Reparaturen, sind 50.000 Euro Gewinn vor Steuern. Weil du musst halt den Tilgungsanteil auch versteuern. Vor allen Dingen, wenn du gleich wahrscheinlich wie jeder YouTuber am Ende sagst, ich zahle 50% eh auf alles Steuern, dann ist es wichtig, du zahlst nämlich nicht deine Steuer auf die 15.000, sondern tatsächlich dann auf die 50.000. Und das ist natürlich wahrscheinlich mehr als 15.000 Euro allein an Steuern. Wichtiger Punkt überhaupt, wie viel Steuern? Da diese Immobilien in der GmbH sind, zahlst du da keine Einkommensteuer, sondern Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Das heißt, insgesamt 30% zahlst du da flat, nicht 50%. Du hast zwar nicht gesagt 50%, ich erwarte es aber fast. Aber das ist ja auch meine Altersvorsorge. Das heißt, ich denke, ich bin da so ja, in 15 Jahren durch und dann habe ich jeden Monat 10.000 Euro durch Mieten. Und das ist natürlich super. Ist super. Also tatsächlich, Immobilien ist tolle Altersvorsorge, insbesondere für Selbstständige, die meistens ja nicht in der gesetzlichen Altersvorsorge sind und so weiter. Ja, definitiv empfehlenswerte Anlagestrategie. Dann kommen wir noch zum Themenfeld. Dem gebe ich keine Nummer, weil es war einfach wirklich wie die Agentur. Da war eine Person hopp bei der Agentur. Bei Krypto und Aktien auf dem Zweitkanal Ramazamba ist ein Video, wie ich 50.000 Euro bei FTX verloren habe. 50.000 FTX, ganz übel. Auch zu FTX und Verlusten bei FTX habe ich schon mal ein Video veröffentlicht. Das verlinke ich auch mal oben rechts. Diese Verluste kann man nämlich traurigerweise auch nicht steuerlich geltend machen. Du kannst grundsätzlich tatsächlich Verluste aus Steuern und Krypto tatsächlich steuerlich geltend machen. Wichtig bei Krypto ist aber die Haltedauer. Das heißt, Gewinne solltest du laufen lassen, weil du, wenn du eine Kryptowährung beispielsweise ein Bitcoin länger als ein Jahr hältst und dann mit Gewinn verkaufst, dann musst du den Gewinn nicht versteuern. Auf der anderen Seite ist es mit Verlusten aber genauso. Du kannst Verluste tatsächlich mit Gewinnen verrechnen in Kryptowährungen. Wichtig ist da aber, dass die Haltedauer nicht über einem Jahr liegt. Das heißt, wenn du in der Verlustzone bist, solltest du diese Kryptowährungen, bevor ein Jahr rum ist, einmal verkaufen und kannst ja direkt anschließend wieder kaufen. Das heißt, spätestens nach 364 Tagen, wenn du in der Verlustzone bist, einmal verkaufen, direkt wieder kaufen, dann hast du die Verluste aber steuerwirksam realisiert und dann kannst du diese Verluste tatsächlich auch geltend machen. Gewinne solltest du weiterlaufen lassen. Deswegen, lieber Aaron, ist wahrscheinlich vielleicht zu spät. Ich hoffe, dass du es wusstest, dann kannst du es geltend machen. FTX ist ganz übel, weil das gilt steuerlich nicht als verloren, noch nicht. Und die Haltedauer wird länger als ein Jahr sein, bis das Insolvenzverfahren irgendwann mal abgeschlossen ist. Aktien lief schon letztes Jahr so und ich dachte, tiefer geht's nicht. Doch.
Auch bei Aktien kannst du Verluste geltend machen. Da muss man das nicht machen, weil Kryptowährungen tatsächlich, also Gewinne aus Kryptowährungen, gelten als sonstige Einkünfte. Trägt man in der Steuererklärung Anlage SO ein. Und Aktien gilt als Kapitalvermögen. Da gilt die Anlage CAP. Das heißt, es sind für die Steuer zwei unterschiedliche Einkommensarten. Die verhalten sich deswegen ein bisschen anders. Aber Aktienverluste kannst du auch in der Steuererklärung geltend machen. Doch, es geht tiefer. Und deswegen mache ich jetzt einen Aufruf. Kennst du auch die ganzen Typen, die sagen, vertrau mir deine Aktien an, ich mache alles, ich mache toll. Ey Leute, ihr könnt euch jetzt bei Instagram oder bei olivia@heraron.de bewerben und sagen, guck mal, ich bin der Aktienexperte. Du kriegst 20.000 Euro von mir, zeigst allen dein Gesicht und dann gucken wir mal, was du in dem Jahr aus den 20 oder 10.000 Euro machst. Und wenn du verkackst, weiß jeder, du bist die Pfeife der Nation, weil du Aktien nicht kannst. Und wenn du aber aus den, sagen wir mal jetzt 10.000 Euro, 12 machst, sag ich, Alter, du bist der King. Weil ey Aaron, ich kann aus 20.000 12.000 machen. Wenn du Interesse hast, gerne. Ich bin auch dazu in der Lage, dann anschließend dir 8.000 Euro Verlust realisiert quasi zur Verfügung zu stellen. Die kannst du dann verrechnen mit Gewinnen. Für den nächsten Punkt, ja, ich nenne es mal Hey Aaron Content, brauche ich einen Zettel. Also es ist so, wir sind ja mittlerweile bei Hey Aaron ein riesengroßes Team. Jetzt muss man sagen, es gibt das Urteam, das bin ich, das ist Timo, das ist Marvin, das ist Joe. Gut, okay, 4 Leute Kernteam. Und die kriegen kein Festgehalt. Die waren so schlau und haben Prozente vereinbart, was sich hinterher sehr gut für die rechnet, besonders für Timo, den Assi. Dann gibt es aber auch... Ah, das ist super spannend. Das heißt, er hat angefangen, Team aufzubauen und hat denen gar keine Gelder bezahlt, sondern die haben quasi sich zusammengesetzt und gesagt, ey, ihr kriegt einfach prozentual von dem, was wir an Gewinn machen. Ist natürlich für die Gründungsphase wahnsinnig interessant, weil du nicht viele Fixkosten hast und jeder quasi mit ins Risiko gehst. Das heißt, für den Start war es für Aaron sehr günstig, weil er Mitarbeiter hatte, ohne das Risiko, jeden Monat die Fixkosten aufbringen zu müssen. Und jetzt am Ende, als es erfolgreich war, ist das halt jetzt für Timo, Marvin und Joe heißt er, dafür umso lukrativer, hat alles Vor- und Nachteile. Auch noch das zweite Team, aber wir sind eine große Familie, Olivia, Annie, Dominik, Marie, dann gibt es Nicole. Nicole war bei Hey Aaron, die hat Buchhaltung gemacht. Jetzt sagen wir mal, Nicole ist leider weg. Deswegen haben wir noch Phil und Christoph dazu geholt. Die rechne ich aber als eine Person in dem ganzen Jahr, weil das so etwa 12 Gehälter waren, auf 3 Leute aufgeteilt mit Kommen und Gehen. Und 12 Gehälter, also gut, jetzt die. Also insgesamt 5 Mitarbeiter hat er noch, für die er Gehälter bezahlt. Das heißt, 4 Leute Kernteam, 5 Leute mit festem Gehalt. Das bedeutet 9 Leute. Das ist schon gar nicht mal so wenig. Und wenn man jetzt überlegt, was mache ich mit meinem Content? Egal ob YouTube, Facebook, weil Facebook, da kann man echt gutes Geld verdienen. Oder auch Waipu, Rambazamba, das ist mein Zweitkanal. Dazu gehört übrigens auch der Kiosk-Kanal. Und wenn man irgendwie, falls mal Kabel 1 sagt, ey, wir würden das gerne benutzen, ich sage, ja komm, 500 Euro und dann könnt ihr das ausstrahlen. Das zählt da rein und da machen wir 255.000 Euro Umsatz. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. 255.000 Euro, da auch halt Umsatz. Mit. Was eine Menge Geld ist. Aber jetzt kommt Folgendes, wie ich eben gesagt habe, wir haben etwa im Jahr Gehälter von dem nicht festen Team für 180.000 Euro. Das sind einfach die Gehälter und ich sag immer... 180.000, das ist aber relativ spannend. Können wir auch grob ausrechnen, wie viel verdient man eigentlich bei Hey Aaron? Die haben, er hat gesagt, 5 Mitarbeiter, die Gehälter bekommen. Das heißt, wir haben 180.000. Vielleicht rechnen wir das erstmal aus pro Monat. Das sind Kosten von 15.000 Euro pro Monat für 5 Mitarbeiter. 3.000 Euro... Wichtig da, das ist nicht das, was die Leute brutto in dem Arbeitsvertrag haben. Es gibt noch einen Unterschied zwischen Bruttogehalt und Arbeitgeberbrutto. Bei Arbeitgeberbrutto sind quasi die ganzen Sozialversicherungen, die der Arbeitgeber übernimmt, auch noch drin. Das sind ungefähr 20%. Das heißt, wir wissen, dass ein Durchschnittsgehalt im Hey Aaron-Team 3.000 Euro Arbeitgeberbrutto ist. Davon sind 20% Arbeitgeberabgaben, sind wir bei 2.400 Euro. Das heißt, ein Durchschnitt Bruttogehalt bei Aaron sind 2.400. Das ist ausgezahlt ja nicht mehr ganz so viel. Also falls ihr euch bewerben wollt und so weiter, ihr wisst so ungefähr das Gehaltsniveau im Team Hey Aaron. Diese ganzen Positionen müssen einfach das Team bezahlen, weil ich kann mich nicht auf Placements verlassen, ich kann mich nicht auf Kunden verlassen, die sagen, hey, nächste Woche buche ich dich nicht mehr, diese Woche schon, sondern ich kann mich nur auf das Team Hey Aaron verlassen und das ist der Content, den wir produzieren. Da läuft aber auch zum Beispiel rein, wenn wir so einen YouTube-Kanal produzieren, weil zum Beispiel kenne ich einen Fußballer, der sagt, hey, ich will einen YouTube-Kanal machen. Dann sage ich, klar, ich helfe dir. Fußballer, der einen YouTube-Kanal macht? Einen Moment. Das müsste doch, ich bin mir relativ sicher, das muss doch Max Kruse sein, oder? Max Kruse, ich weiß, dass der regelmäßig Videos gemacht hat mit, das ist regelmäßig, aber in Aaron-Videos immer mal wieder aufgetaucht ist. Und Max Kruse doch auf YouTube irgendwas gemacht hat, oder? Oder die Kruses oder sowas.
Die Cruises. Genau, die Cruises. Hallo. 35.000 Abonnenten. Gehe ich mal sehr stark davon aus, dass Aaron dahinter steckt. Spannend. Ich will aber keine 10, 15, 20, 5.000 Euro im Monat, sondern ich kriege einfach was von den AdSense-Einnahmen ab, weil du mein Freund bist und wenn es läuft, freuen wir uns beide. Wenn es nicht läuft, machst du kein Minus. Also am Ende macht er hier den gleichen Deal, wie Marvin, Timo und Joe bei Aaron gemacht hat. Er sagt, ey, du musst mich nicht fix bezahlen, sondern ich kriege was ab. Wenn es gut läuft, ist das für Aaron dann in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren super attraktiv. Wenn nicht, dann hat aber, ich vermute mal, es war Max Kruse keinen großen Fix-Kostenblock von Anfang an. Ich will dich nicht abziehen, das geht da übrigens auch mit rein. Dann kriegen noch Timo, Joe und Marvin seine Prozente, sodass ich sagen kann, am Ende ist es so, 255.000 Euro minus 180.000 Mitarbeiter sind 75.000 Euro über. Woo, geil. Jetzt kriegt jeder seine Prozente und am Ende, muss man sagen, bleiben von den 75.000 Euro etwa 30% in meiner Tasche. 30%, das ist ganz interessant. Die teilen es durch 4. Und bei ihm sind nur 30%. Klar, er hat einen größeren Anteil. Ich meine, es ist sein Kanal und solche Projekte, aber 30% ist echt wenig. Und wenn er sich darüber beschwert, dass Timo, der Assi, auch so viel bekommt, will ich nicht vollkommen ausschließen, dass der auch mehr hat als die anderen, vielleicht auch 30%, aber du musst ja durch 4 aufteilen. Dann hast du 30% und vielleicht ja, Joe und Marvin jeweils 20% davon. Grobe nur Einschätzung. Was aber vollkommen okay ist, weil wenn man jetzt rechnet, 75.000 Euro, 10% sind 7.500, mal 3 sind 15, 22.500 Euro bleiben für mich über. Genau, meine Annahme ist, Timo kriegt genau das Gleiche und Marvin und Joe ein bisschen weniger. 22.500 Gewinn, also für den ganzen Hey Aaron-Content, für Aaron selbst, ist gar nicht so viel. Der Rest geht ins Team, aber das ist toll, weil damit ist alles bezahlt in Sachen Mitarbeitern. Jeder Mitarbeiter, Timo und Joe und so, verdient erstmal das Grundgehalt, um dass man über die Runden kommt. Und alles, was anderes drüber kommt, ist natürlich so, wow, geil, jetzt kann ich mir vielleicht mal ein größeres Auto leisten. Vielleicht kaufe ich mir eine Wohnung und alles drumherum. Also behalten wir im Kopf, am Ende 22.500 Euro in meine Tasche. Der letzte Punkt in meiner Liste sind Placements, TV-Jobs. Da vermute ich die größte Position. TV-Jobs, ja, Aaron weiß man, es hat viel mit Fernsehen zu tun, keine Ahnung. Promi Big Brother hat er, glaube ich, auch mal mitgemacht. Bekannt geworden ist er bei Wer wird Millionär das erste Mal. Und Placements, da fließt natürlich auch viel Geld. Ich meine, Spotify wird auch für dieses Video ordentlich bezahlt haben. Da rechne ich ein bei Placements natürlich YouTube, Instagram und überall, wo ich Werbung mache. Und TV-Jobs, ganz oft mache ich was für Kabel 1. Ich liebe übrigens Kabel 1. Aber zum Beispiel zu Promi BB auf Sat 1 mache ich was. Also die ganzen Gelder gehen da rein. Und da habe ich 2022 550.000 Euro. Ja. Das ist natürlich eine große Position, das wird wahrscheinlich in seiner gesamten Aufstellung der große Batzen sein. Auch das ist natürlich Umsatz und nicht Gewinn. Verdient. Das ist eine Menge Geld. Also wirklich krass, krass, krass. Und deswegen kann ich auch immer nur sagen, wenn ihr die ganzen Zahlen seht, ich rede manchmal mit anderen Influencern, die sagen, das muss mehr werden, nächstes Jahr volle Power. Ich sage zu meinem Team immer, ey Leute, wenn wir die Zahlen halten, wenn wir alleine nur so viel Geld verdienen, dass alle Gehälter bezahlt sind, Büros, Steuern für ihn plus die Vorauszahlung der Steuern, dann können wir doch glücklich sein, dann ist doch alles schön. Aber 550.000 ist eine Menge Geld. Da muss man jetzt aber wieder dran denken. Okay, also A, Timo, Joe, Marvin kriegen ihre Prozente. Ach, daran sind die auch beteiligt, okay. Dann wird das Ganze natürlich sehr attraktiv für die Beteiligten. Meine ganzen tollen Mitarbeiter, wo ich das Grundgehalt schon berechnet habe, die kriegen ja auch Bonusse. Was? Okay, gut. Also an alle Leute, die mit dem Gedanken spielen, bei Aaron sich zu bewerben. Wir haben es ungefähr ausgerechnet, 2.400 Euro brutto, das ist nicht so wahnsinnig viel. Aber es gibt offensichtlich einen Bonus. Das heißt, das Ganze könnte doch attraktiver sein, als es klang am Anfang. Was auch nicht wenig ist. Und deswegen habe ich da so eine Faustformel, wir können uns jetzt um ein paar Prozente streiten, sage ich immer, okay, die Hälfte davon etwa landet in meiner Tasche. Der andere Rest geht an die Mitarbeiter und an die Bonusse. Dementsprechend von 550.000 ist die Hälfte 275.000. Wenn man jetzt das ist ordentlich. Aber auch da, wenn da die Hälfte bei ihm bleibt, ist da zumindest der Verteilungsschlüssel nicht genauso wie bei dem Hey Aaron Content. Da hat er ja gesagt, da kriegt er 30%. Und hier beteiligt er alle Möglichen daran und hat trotzdem noch 50% bei sich. Das heißt, bei den Placements, TV-Jobs und so weiter scheint ein anderer Schlüssel zu gelten als bei den AdSense-Einnahmen. Rechnet, okay, Placements, 275.000 Gewinn. Dann machen wir noch ein bisschen Immobilien, dies, das. Lass mich roundabout 330.000 Euro im Jahr verdienen. Was? 330? Aaron? 330.000, das klingt mir sehr, sehr, sehr wenig. Wir haben doch, schauen wir uns das nochmal an.
Wir haben, du hast gerade gesagt, du hast 275.000 durch Placements, TV-Aufträge und so weiter. 275. Dann hast du ja die Beteiligungen von einem Drittel an den Hey Aaron-Konto. Hast du gesagt, 22.500. Dann hast du Immobilien. Da hast du 15.000 ausgerechnet. Richtiger wäre 50.000 gewesen. Aber dann hast du ja diesen ganzen Part, den du am Anfang, Beratung, Vermittlung und so weiter, Produkte, hast du auch gesagt, dass du da von 286.000 Euro die Hälfte Gewinn hast. Das heißt, kommen auch noch 340 dazu. Das heißt, wir rechnen 275 plus 22.500 plus, ich rechne mir jetzt mal mit 50.000, plus 143.000 sind nicht 330.000, sondern 490.500. Also 490.000 Euro. Darauf würde ich mich einigen. Das sind aber ja mal geschmeidig 160.000 Euro, die du uns hier unterschlagen hast. Selbst wenn ich dir es zugute halten sollte, dass du die Immobilien falsch berechnet hast, dann bist du trotzdem noch bei 450.000, also 120.000 Euro, die sich in Luft aufgelöst haben. Wenn die nicht an Abu Chaka gewandert sind, dann hast du dich hier verrechnet. Ich freue mich immer drüber. Aber sagen wir mal, ich verdiene jetzt 330.000 im Jahr. Dann ist es ja wie folgt. A, ich muss nur ein bisschen Büros zahlen, weil das ziehe ich nicht so von allen anderen ab, das kommt alleine. Dann kommen noch irgendwie die Firmenautos, ich habe ja selbst einen Firmenwagen, dann haben wir noch eine V-Klasse, die wir alle nutzen, alles drumherum. Dann noch Köstchen hier, dann kommt auf einmal die IHK an, dann ist noch das und das, dann kaufst du noch für Mitarbeiter, Computer, alles drumherum. Und deswegen wäre ich mal ganz frech und würde sagen, komm Aaron, am Ende bleiben wirklich 250.000 bei mir in der Tasche. 250.000, gut, er hat jetzt mit 330.000 gerechnet, das heißt 80.000 Euro für Firmenwagen, Miete, und so ein Theater. Das kann ja gut sein. Das heißt, wir müssten jetzt aber, um es mal korrekt zu rechnen, 490.000 minus 80.000 sind nicht 250.000, sondern sind 410.000 Euro, die er Gewinn vor Steuern gemacht hat. Ja, der Rest ist nochmal da Kosten, da Kosten, da Kosten. Leasing ist teuer, muss man sagen. Denn regelmäßig, wenn ich ein Auto geleast habe, kommt Mercedes hinterher und sagt, Mensch, Aaron, die Felgen sehen aber doof aus. Und oh, der Kratzer da an der Tür. Jetzt mal ehrlich, ohne Witz, jeder Mitarbeiter, der anfängt, kriegt bei mir ein nagelneues iPhone, einen super guten Mac, einen Arbeitsplatz. Da sind schon mal 5.000 Euro am Start weg, dass der Mitarbeiter nur anfängt. Da muss man aber auch... Ich glaube auch. Also mit auch 2.400 durchschnittlich Fixgehalt plus Boni und so weiter, scheint es ein attraktiver Job zu sein. Auch gutes Arbeitsmittel und so weiter. Aaron, offensichtlich guter Arbeitgeber. Auf einmal sagen, das ganze Kamera-Equipment und alles drumherum, das bezahlt der Timo. Ich bezahle nur die Technik zum normalen Arbeiten. Einigen wir uns mal drauf, Aaron hat 250.000 Euro im Jahr verdient. Nee, einigen wir uns nicht drauf. Ich bleibe bei den Zahlen, die du mir gegeben hast, sind dann 410.000 Euro Gewinn. Habe ich etwa auch das Jahr davor. Das heißt, jetzt gehe ich davon aus, ich bin natürlich Spitzensteuersatz. Jetzt können die Leute anfangen, naja, es sind nur 42%, 43%, dann kann ich ankommen. Aber bei den Immobilien ist es ja mit Zinsen und Tilgung, bla bla bla. Deswegen kommt, sind wir mal ehrlich, 50% will der Staat haben. Ich wusste es. 50% will der Staat haben. Schauen wir gleich mal nach. Das heißt 125.000 Euro. Gut, er hat jetzt einfach 50% genommen. Stimmt so nicht. Natürlich nicht. Wir gehen einmal auf die Seite vom Bundesministerium der Finanzen. Da gibt es ja einen Rechner. Da geht man einfach mal auf Berechnung, Information, Einkommensteuer, Berechnung der Einkommensteuer. Aaron hat jetzt 250.000 gerechnet. Ich bin auf 410 gekommen. Vielleicht fehlen auch irgendwelche Ausgaben, die er nicht erwähnt hat. Oder hat tatsächlich die Aktienverluste irgendwie damit reingerechnet. Kann ja sein, dass das nur 250.000 war. Mag sein. Die Zahlen, die du uns gegeben hast, die führen zu 410. Wichtig da, das ist ja nur der Gewinn deiner gewerblichen Tätigkeit. Da musst du ja in deiner Einkommensteuererklärung kannst noch eine ganze Reihe an Dingen mehr abgeben. Und es ist nicht nur eine Gesellschaft. Also die Immobiliengesellschaft zahlt ja in der Immobiliengesellschaft pauschal sowieso 30%. Da zahlst du keinen persönlichen Einkommensteuersatz, da zahlst du halt die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer. Und Körperschaftssteuer ist immer 15% und die Gewerbesteuer immer ungefähr 15%, da zahlst du 30%. Aber wenn ich alles einmal zusammenrechne, dann könnt ihr auf diesen Steuerrechner einmal gehen und könnt das da eintragen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die 410 nehme oder die 250. Aaron hat 250 gesagt. Aber wichtig, 250 ist halt der Gewinn aus der Selbstständigkeit. Es gibt noch eine ganze Reihe an Dingen, die man auch in der privaten Einkommensteuererklärung absetzen kann. Altersvorsorge, Krankenversicherung, Arztrechnungen, haushaltsnahe Dienstleistung, so das Zeug, was halt jeder so in jeder Steuererklärung absetzen kann. Selbst wenn ich davon ausgehe, dass Aaron da nicht viel hat. Also lass uns sagen, 20.000 Euro hat er da. Das heißt aber, da kann man dann nochmal 20.000 Euro absetzen. Das heißt, er hat jetzt 230.000 Euro. Es ist alleinstehend, glaube ich vielleicht. Rechnen es für letztes Jahr. Klicken auf Berechnen. Und dann sehen wir hier den Steuersatz.
Und sehen wir hier Grenzbelastung 42%, das hat er erwähnt. Aber die durchschnittliche Belastung ist für die Einkommensteuer 37,94 und dann noch Soli und so weiter. Das heißt, insgesamt zahlt er 40,03. Und das ist auch wichtig, 40,03, ja, aber von dem, was ganz unten bei rumkommt. Das heißt, insgesamt als Betrag zahlt er 92.000 Euro. Und ich habe jetzt mit seinen Zahlen gerechnet. 92.000 von seinen 250, die er ja angenommen hat, sind natürlich nochmal prozentual weniger, es sind keine 50%, sondern 36,8%. Deswegen hier an dieser Stelle, nee, sind nicht 50%. Deswegen Steuersätze sehr hoch angesetzt und ehrlicherweise irgendwo, ja, haben sie auch nochmal 120.000 Euro versteckt. Die zahle ich immer schön voraus, was auch echt hui ist. Bei mir ist es wirklich so, am Jahresende ist meistens so, dass das Finanzamt dann noch sagt, ja komm, wir kriegen jetzt noch 5 oder 10 und dann sind wir fein. Ich habe spricht sehr für Aaron. Gut, Aaron ist auch schon lange dabei. Er wirkt sehr strukturiert, außer in dieser Kalkulation in dem Video. Aber grundsätzlich unternehmerisch mit den Vorauszahlungen und so weiter. Das hat Hand und Fuß. Sonst wäre Aaron wahrscheinlich heute nicht mehr da und nicht mehr so präsent, wenn er das Thema Steuern nicht im Griff hätte. Ich habe da wirklich einen sehr, sehr guten Steuerberater. In dem Sinne nochmal danke, Frank. Siehst du, Frank hier, deswegen, ich rede wirklich nur über die Informationen, die ich hier sehe. Frank macht die Steuern also von Aaron. Und in dem Sinne auch nochmal danke Sven, dem besten Anwalt der Welt. Aber auf jeden Fall, ja, von 250.000 rechnen wir 125.000 Euro Steuern. Ja, das heißt, ich verdiene im Jahr 125.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Okay. Ja, also 125. Ich mache das vielleicht in den Rechnern noch einmal. Wir waren jetzt bei unserer Berechnung bei 490.000. Nehmen wir von auch für private Ausgaben, Altersvorsorge, Krankenversicherung, Arztrechnungen und so weiter. Das heißt, Aaron bei 450.000 zu versteuernden Einkommen. Das tragen wir auch nochmal in diesen Rechner ein, was ich vermute, was er basierend auf diesen Zahlen verdient hat. 450.000 Euro zu versteuerndes Einkommen alleinstehend. Klicken wir auf Berechnen. Dann sehen wir hier, ist der Steuersatz natürlich ein bisschen höher. Das heißt, wir haben hier Steuern von 195.000, jetzt haben wir 450.000 zu versteuerndes Einkommen minus 195.000 Steuern sind 255.000 nach Steuern. Das ist ein wichtiger Punkt, nicht Vorsteuern, 255.000. Das ist natürlich ein Riesenunterschied im Vergleich zu den 125.000. Auch 125.000 sind viel, ja. Okay, für so einen Legendenkandidat von Wer wird Millionär ist es einfach einmal hinfahren und 13 Fragen in Folge richtig beantworten. Zack, 125.000 Euro steuerfrei. Ja, ist natürlich ganz witzig, wenn er 125.000 bei Wer wird Millionär gewonnen hat und jetzt pro Jahr auch so viel verdient. Aber ich bin super stolz drauf, weil ganz ehrlich, das sind 10.000 Euro im Monat. Damit kann ich glücklicher nicht sein. Ich muss auch sagen, in Sachen Glücklichkeit in mir bin ich auf dem Level, da war ich noch nie. Deswegen ist es auch nicht schlimmer. Ey, es kann jederzeit passieren, dass die Umsätze einbrechen, dass ich dann leider zu irgendeinem Mitarbeiter sagen muss, lief gut, leider nicht so gut, geh mal bitte. Das Tolle ist, ich habe mittlerweile so ein großes Spektrum an Bekannten. Das heißt beispielsweise Joe, würde nie passieren, aber wenn ich sage, Joe, du bist raus, würde ich nicht sagen, Joe, du bist raus, sondern Joe, du bist raus, aber Markus Lanz sucht noch Mitarbeiter. Und das ist eben das Tolle und deswegen, ich bin so glücklich wie noch nie. Aber das liegt auch daran, dass ich meinen Traum lebe. Ich lebe wirklich meinen Traum, klar. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Ich glaube, jetzt kommen auch nicht so viele inhaltliche Punkte mehr. Zahlen sind wir durchgegangen. Vielen, vielen Dank, Aaron, für den Einblick. Und ich glaube, sein Schlusswort ist auch das Beste, was man machen kann. Es ist eigentlich auch für ihn wahrscheinlich vollkommen egal, ob es jetzt 125.000 oder 255.000 sind. Ist natürlich ein großer Unterschied. Wichtig ist, dass man vor allen Dingen, wenn man selbstständig ist, das macht, was einen erfüllt, was sich auch nicht wie eine Last, wie eine Arbeit anfühlt. Und bei Aaron scheint das der Fall zu sein. Deswegen vielen, vielen Dank für die Zahlen, vielen Dank für die Transparenz. Meinen Respekt hast du für das unternehmerische Sein und die Erfolge, die du da erzielst. Vollkommen egal, ob es 125.000 oder 255.000 sind. Deswegen Respekt, falls du, liebe Zuschauer, auf diesem Kanal solche Videos toll findest, dann solltest du diesen Kanal abonnieren. Wir gehen nämlich regelmäßig auf solche Videos, wo Creator, Unternehmer und so weiter uns einen Einblick in die Finanzen gehen, ein. Oder schau einfach direkt eins unserer weiteren Videos an. Die verlinke ich dir einmal hier oder hier.